Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge von Project Unstable 4. Ich habe mal ein bisschen jetzt mal rumexperimentiert mit der Game of Life Blume. Es gibt so ein paar Dinge. Ja, also ich habe mir nochmal alles jetzt komplett durchgelesen und es gibt ja ein paar Änderungen zum normalen Game of Life. Im normalen Game of Life ist es ja, kann ja das Spielfeld nahezu unendlich sein. In dem Game of Life ist es nur 25x25, also die Innenfläche hier. Das ist alles, wo wir Zellen platzieren können. Solange das Ding ein Redstone-Signal hat, macht es halt immer wieder einen Schritt und la 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 la, arbeitet voran. Was passiert eigentlich, wenn ich hier stehen bleibe? So nebenbei. Hoch. Okay, er schubt mich einfach weg. Okay. Genau. Und es gibt ein paar Dinge, die unendlich sind in Game of Life. Zum Beispiel das hier ist ein so ein Zustand, also so ein Dreier-Ding ist immer unendlich. Warum? Ich werd mal die Regeln erklären von dem Spiel wahrscheinlich gleich mal. Es gibt sogenannte auch Guns. Und zwar, also es gibt Glider. Ich weiß nicht, wie ich... Machen wir dann. Und es gibt auch Glider-Guns beispielsweise. Das heißt, wäre das Spielfeld ein bisschen größer als 25x25, ich glaube, wie waren es? Ich glaube 50x50 vielleicht? Nee. 50 mal irgendwas, keine Ahnung, ist egal, könnten wir eine Glider Gun machen, die praktisch die ganze Zeit neue von diesen Dingern produziert und endlich lang und die in eine gewisse Richtung wegschießt. Das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt eine Regel in dem Spiel, die es verhindert. Und zwar, Moment, wo war das jetzt mit Mana? Hier, genau. Whenever any life cells are absorbed by a 3x3 area in the center, all other cells on the board die. Das heißt, man kann keine Unendlichkeit in diesem Spiel bauen, denn sobald irgendeine von diesen Zellen hier eine von diesen 8 Blöcken berührt, dann sind alle anderen gleich weg auf dem Spielfeld. Das heißt, das ist nicht möglich. Ich hatte zwischenzeitlich sogar schon überlegt, ob man es vielleicht hinkriegen würde, dass man, praktisch noch eine setzt, die genau hier endet. Ich weiß nicht, wie der Zustandsübergang ist, praktisch wann die hier angreift, also praktisch wenn hier welche liegen würden, wie würde die Blume reagieren? Wenn praktisch die eine Blume sich hier hinschiebt, was würde im nächsten Schritt passieren, wenn sie eigentlich hier rausgehen würden? Sterben sie einfach oder sind sie einfach weg? Oder wenn hier die nächste ist, wie wird die reagieren? Das sind so ein bisschen Fragen, die ich noch hätte. Weil dann könnte man so eine Glider-Gun bauen. Dann braucht man im Endeffekt noch zwei, die die ganze Zeit diese Glider produzieren. Und die hier bekommt dann die Glider, die fertigen. Könnte man wahrscheinlich machen, wenn es das Botania zulässt, dass praktisch hier ein Übergang noch stattfindet, dass sie praktisch noch nach außen gedrängt werden können zu einer anderen Dandelion. Dandelion. Allerdings glaube ich, das ist nicht möglich. Weil es wäre wahrscheinlich dann zu einfach, das Ding zu manipulieren mit sowas dann. Naja. Gut, ich wollte jetzt nochmal erklären, also das Ding läuft jetzt schon eine ganze Weile, wie im Endeffekt das funktioniert. Also, es gibt drei Regeln. Die stehen hier auch drin, ne? Irgendwo. Da. Es gibt drei Regeln. Jede lebende Zelle mit weniger als zwei oder mehr lebenden Nachbarn stirbt. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Zelle haben, das ist jetzt mal so ein Zellblock, dann hat er die 8 Felder um ihn herum sind alle leer. Das heißt, diese Zelle würde sterben. Da würde nichts passieren. Genau das gleiche gilt für zwei, die nebeneinander sind. Sie haben trotzdem nur einen Nachbar jeweils. In dem Moment, wo wir drei machen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die mittlere Zelle hat zwei Nachbarn. Das heißt, sie hier bleibt. Achso, da geht es ja noch weiter hier. Moment, das war die erste Regel. Die zweite Regel ist, jede Zelle mit genau zwei oder drei Nachbarn bleibt am Leben. Das heißt, diese Zelle hier hat zwei Nachbarn, die bleibt am Leben. Die hier hat aber nur einen und stirbt und die hier hat nur einen und stirbt. Allerdings kommt jetzt noch die dritte Regel. Jede tote Zelle, alle anderen Blöcke, die praktisch keinen Block irgendwie haben, sind tote Zellen übrigens. Alle Zellen mit drei lebenden Nachbarn wird eine lebende Zelle. Das heißt, die beiden hier, also die hier, würde im Endeffekt sterben. Ich lasse es mal so. Also
Die Zelle und die Zelle hier, die würden sterben, die in der Mitte bleibt. Aber da wir hier 3 haben, die 3 gelten für die hier, hier und hier würde eine neue Zelle entstehen. Das bedeutet, die beiden fallen weg und wir haben praktisch das Ding so länglich gedreht. So, dann würde wieder genau das gleiche passieren. Dann haben wir praktisch jetzt den gleichen Ausgangszustand wieder und es würde genau das gleiche wieder passieren. Es würde sich einfach wieder so umdrehen und so weiter. Und das ist im Endeffekt das, was das hier die ganze Zeit ist. Das ist, die Dinger laufen unendlich. Da gibt es keine, das geht nicht. Die sterben nicht irgendwann ab, die sind einfach unendlich. Die perfekte Balance. Da gibt es noch ein paar andere Zustände davon. Ich kann ja mal, ich baue die mal hier auf. Beispielsweise, noch so ein Zustand ist der hier. Jede Zelle hat exakt 2 Nachbarn, sie bleibt am Leben. Es wird aber keine Zelle nachproduziert. Die in der Mitte hat 4 lebende Nachbarn, aber sie wird nicht neu geboren, weil es genau 3 sein müssen. Und es sind 4, das heißt, hier in der Mitte entsteht keine neue. Okay, und das ist praktisch auch wieder so ein Zustand, der sich niemals verändert. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn man das so macht. Genau der gleiche. Genau das gleiche. Das heißt, man kann das auch praktisch in die Länge ziehen. noch so ein perfekter Zustand ist der einfachste sogar, finde ich. Der hier. Tada! Jede Zelle hat 3 Nachbarn. Das heißt, sie bleibt am Leben. Ne? Wir wissen ja, 2 oder 3 Nachbarn. Zelle bleibt am Leben. Alle Zellen bleiben am Leben. Und da passiert nichts. Und das Lustige ist, sobald man hier eine Zelle rausnehmen würde, würde sofort im nächsten Schritt eine neue platziert werden. Ja. Genau. Also das ist ein schöner Zustand hier, finde ich. Es gibt auch so ein paar Explodierdinger, welche praktisch nach dem Aufbauen dann so, ja, wie explodieren. Warte mal, kann ich mal... ich habe hier was rausgesucht, nämlich. Was auch theoretisch unendlich läuft, aber das Problem ist, er startet, glaube ich, in der Mitte. Nee, er startet nicht in der Mitte. Wunderbar. Okay, Moment. Geht aber in die Mitte. Ja, das Problem ist halt dieses 3x3 Areal hier in der Mitte. So ein bisschen. Ja. Und was ich jedenfalls gedacht hatte, wir könnten entweder sowas bauen, dass wir praktisch die Dinger lange laufen lassen, denn. Jetzt kommt der Clou. Mana. Jede Zelle, je länger sie lebt auf dem Spielfeld, kriegt ein neues Alter zugeordnet. Also praktisch, das Alter wird um 1 erhöht von jeder Zelle. Immer das höchste Alter von den jeweils anschließenden. Das heißt praktisch hier, wenn hier eine neue Zelle entsteht, bekommt sie das Alter von den höchsten dieser 3 Zellen. Was dann praktisch vielleicht einen der äußeren, wahrscheinlich, nur wahrscheinlich, was einen der äußeren ist hier in der Mitte. Weiß ich nicht, ob das Alter hochzählt. Da bin ich mir sogar unsicher, wenn eine Zelle am Leben bleibt. Egal. Jedenfalls bekommt sie dann das Alter plus 1. Das heißt, es erhöht sich hier die ganze Zeit. Wir könnten damit praktisch unendlich lange farmen hier. Praktisch immer erhöhen, immer erhöhen. Das höchste Alter ist dabei 100. Sie können älter werden, aber sobald eine Zelle mit einem Alter von über 100 oder 100 in dieses 3x3-Gebilde kommt, produziert sie Mana nur, als wäre sie eine 100er. Genau. Und Zellen, die noch nicht lange existieren, also die auf dem Spielfeld für 0 existieren, das heißt beispielsweise sowas hier, wenn man sowas macht, und das hier weg, das Ding hätte eine 1. Das ganze Zeug hier würde weggehen und wir hätten ein, toll, wir hätten 1. Wir würden 1 mit 1 Mana produzieren, das ist bescheuert, das ist wenig. Und deswegen, das Ding können wir unendlich laufen lassen. Und was heißt unendlich? Wir können es 100 Schritte laufen lassen. Und nach dem 100. Schritt, also wir haben ja, sagen wir mal, 100 Sekunden lassen wir es laufen. Das heißt, 1,5 Minuten, ein bisschen mehr als, also insgesamt 2 Minuten vielleicht, das ist insgesamt, wie wir das einrechnen. Und dann machen wir Folgendes. Wenn das Ding eine ganze Weile gelaufen ist, setzen wir einfach hier an die Ecken nochmal 4 weitere Blöcke. Was das verursacht, ist relativ interessant. Zuerst passiert das. Es wird praktisch eine Drehung ausgeführt von denen hier. Und die Zelle wandert ein in die Mitte. Das heißt, wir sind jetzt hier praktisch so.
Und im nächsten Schritt ist alles schon weg. Ich kann ja mal. Warte. Ich simuliere das mal ganz kurz hier drüben. Mensch. So. Halt, also der Schritt, der dann übrigens da ist. Schalte es auf, okay. Also praktisch der verschwindende Schritt war der hier. Da sah das Ding dann so aus. Das heißt, wir haben erstmal. Also, ich weiß, es ist nicht das Effektivste, was ich hier baue. Übrigens. Ich überlege einfach nur, wie man relativ schnell relativ viel Mana produzieren könnte. Das ist der Schritt. Das heißt, wir haben 4 Zellen, die ein Leben von 100 haben sollten. Das heißt, wir haben 400. Klar, optimale wäre 800. Ist logisch. Aber wir könnten damit auf jeden Fall auch Mana produzieren. Ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, wie viel es ist. Man hat so ein kleines Anstieg gesehen. Es ist nicht unbedingt viel für die Zeit, die es läuft. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Nur ich bin halt am Überlegen, entweder man macht etwas, was ewig lange auf dem Spielfeld läuft. Und dann es irgendwie schafft, dass 8 Dinge auf einmal in die Mitte kommen. Kann man sicher machen. Gibt sicher auch Aufbauten und was weiß ich nicht. Leute haben da sicher auch schon was gemacht. Ich möchte nur gerne irgendwas für mich selber entwickeln. So ein bisschen. Und deswegen. Ich meine, theoretisch könnten wir auch mal einfach was testen. Wir können auch einfach sagen, okay, wir wollen jetzt mal sehen. Beispielsweise, sagen wir mal, wir machen hier so ein Dreier-Ding hin. Machen wir hier mal so ein Dreier-Ding mal hin. Dann machen wir hier mal so ein Dreier-Ding hin. Dann machen wir hier mal so ein Dreier-Ding hin. So, zur Information, die Dinger laufen auch wieder unendlich. Die wackeln jetzt einfach lustig vor sich hin. Yay, bewegen sich nicht, nichts. Und dann könnten wir, was weiß ich, wir machen da nochmal. Sagen wir mal, uns fällt ein, ach, wir könnten doch mal sowas machen. Oder sowas. Das ist praktisch immer so ein bisschen symmetrisch machen. Ich wette mit euch, das wird jetzt nicht funktionieren, aber ich wette, sie werden sich gegenseitig eliminieren. Das kann nämlich auch, übrigens auch passieren, dass sich Zellen gegenseitig eliminieren. Können Sie mal gucken. So. Gut, wir erzeugen. Okay. Es dehnt sich aus, wird größer. In der Mitte die Dinger flattern noch vor sich hin. Ob die jetzt was bringen, weiß ich nicht. Es gibt halt. Das Problem ist halt beispielsweise die Grenze. Dadurch kann sich manches nicht über eine Grenze hinaus ausdehnen. Das funktioniert nicht. Ja. Im Endeffekt, wenn ich mir überlege. Wenn wir jetzt die Mitteldinger weggelassen hätten, ich habe keine Ahnung, wie das dann gelaufen wäre. Kann sein, dass es sich jetzt komplett eliminiert. Ja. Yep. Okay, wir haben 4 stabile Zustände und der Rest hat sich eliminiert. Herzlichen Glückwunsch. Das kann halt auch passieren. Deswegen müssen wir da mal gucken, wie wir das denn machen. Ich mach mal die Mitteldinger weg, weil das andere ist... Das Ziel ist halt wirklich, dass man am Ende vielleicht so viele, dass man wirklich diese 8 Dinger irgendwie ausfüllen kann. Ab einem gewissen Punkt mit diesen Tellerblöcken. Dass dann einfach sich irgendwann ein Schritt kommt, der wirklich dieses 3x3 irgendwie ausfüllt. Er hat es wieder nicht, ne? Nein. Ich hasse manchmal den Rucksack, weil irgendwie gibt es manchmal kein Update. Und dann kriegst du das Inventar nicht. Also das Item nicht in der. Ihr wisst schon. Genau. Also man kann relativ viel Spaß damit haben wahrscheinlich. Und man kann auch sehr, sehr viel Mana produzieren. Angeblich. Ich weiß nur nicht, wie sich das jetzt berechnet, wenn halt die ganzen Zellen da irgendwie drin sind und was das weiß ich. So, Sache ist die übrigens, man kann die Dinger nicht wieder aufheben, deswegen habe ich gerade neue gecraftet. Ich mache mal das Ding wieder aus. Es ist aus, okay. Das heißt, egal was ich mache, ich kriege die nie wieder. So. Ja, also wie gesagt, wir können unendliche Zustände bauen, die einfach nur eine ganze Zeit lang da sind. Und setzen dann beispielsweise einen Aktivierungsblock noch dazu. Sagen wir mal, das Ding hier würde ja auch beispielsweise unendlich laufen. Das heißt, wir könnten sagen, okay, wir lassen das eine gewisse Zeit laufen
wenn wir uns sicher sind, dass wir danach das irgendwie in eine Richtung steuern können. Dann ab einem gewissen Punkt das einfach in eine Richtung schleudern. So, jetzt läuft das Ding wieder. Wie gesagt, es ist so ein bisschen... Ich glaube, es ist schwierig für... Wenn du wirklich keine Ahnung davon hast am Anfang, ist es sehr, sehr schwierig, erstmal sich damit abzufinden. Die Regeln sind einfach. Man kann sich das relativ einfach herleiten, alles. Und es sind stabile Zustände. Okay. Okay. Bauen wir es mal ein mehr in die Mitte, vielleicht. Also, dass wir jetzt hier sowas haben. Ja, das ist wie gesagt das ganze Problem an der Sache. Wie baut man das Ding am Ende wirklich auf, dass es auch funktioniert? Das Ding ist aus, ne? Ja. Brauchen wir nicht alles wegmachen, wenn noch ein bisschen was davon taugt. So. Probieren wir nochmal. Vielleicht konnte es sich nicht richtig ausbreiten. Wer weiß. Ja, da sieht man schon. Da konnte es sich praktisch dann zwischenzeitlich einmal nicht ausbreiten. Jo, genau. Und dann kann man das praktisch Ewigkeiten laufen lassen. Es gibt so eine schöne Seite. Da kann man das so ein bisschen simulieren. Alles Mögliche. Man hat allerdings nicht die Möglichkeit, also... Jedenfalls, was ich jetzt erstmal geguckt habe, ist ja nur im Endeffekt funktionsweise Game of Life, was man so bauen könnte, wie es sich verhält. Es gibt sicher auch Möglichkeiten, da direkt für die Livechen da irgendwie Informationen zu finden. Und das ist wieder ein stabiler Zustand. Okay, also das ist egal. Also die drei Dinger in der Mitte haben nichts gebracht, sagen wir es so. Also, ja. Wie gesagt, das sind alles so Dinge, die man dann irgendwie erst rausfindet. Na, Zeit. Es gibt, ich zeig das jetzt mal, es gibt so Explosionsdinger noch. Also zum einen kann ich mal einen Glider zeigen. Vielleicht. Ein Glider ist folgendes. Warte, ich sowas hier. Das ist ein Glider. Wenn wir den mal anmachen, werden wir jetzt sehen, wie der sich langsam vorwärts bewegt. So. Im Endeffekt, er wackelt nach links. Er wackelt nach rechts. Er wackelt nach links, er wackelt nach rechts und schiebt sich damit immer weiter nach vorne. Es gibt auch, wie gesagt, so Gliderfabriken vielleicht, keine Ahnung. Also Glider-Gun, sag ich mal, heißen die Dinge, ja. Die werden einmalig angestoßen und danach wackelt das Ding hin und her und produziert die ganze Zeit neue Glider. Ist relativ interessant. Dass es sowas auch gibt, dass es wirklich unendliche Produktion geben kann. So, und das Ding wird gleich hier reinfliegen. Und puff. Das war jetzt kaum Mana. Aber das war halt der Glider jetzt beispielsweise. Was es auch Lustiges gibt, ist so, wenn man sich mal überlegt, Dinge, die explodieren. Es gibt so, ja, explosive Sachen, sagen wir es mal so. Beispielsweise nehmen wir mal das Ding. Das Ding explodiert sozusagen ein bisschen. Es geht auseinander, es wird riesig groß, es verteilt sich immer mehr, immer mehr. Drum, 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 drum. Und jetzt hier drüben an der Seite stirbt ein bisschen was ab. Aber ist egal. Und wir sind im stabilen Zustand. Also es bläht sich auf und bleibt dann in äußeren Zuständen. Ja. Und dann könnte man theoretisch ja nochmal sagen, okay, wir explodieren nochmal und nochmal. Und ich wette, die Dinger werden sich jetzt gegenseitig wieder auslöschen. Das Problem ist halt, wie gesagt, sobald hier in die Mitte irgendwas kommt, stirbt alles andere ab. Das heißt, man muss sich sicher sein, dass erst zu einer gewissen Generation, die man haben will, dort irgendwas hinkommt. Andernfalls doof.
So, ja, da drüben haben wir jetzt einen endlichen Zustand geschaffen. Hier vorne haben wir... Ja, hier vorne haben wir auch einen stabilen Zustand. Es sei denn, das Ding kommt jetzt nochmal zurück. Ja, es kommt zurück. Okay. Das Ding löscht sich aus. Das Ding löscht sich auch aus. Das auch. Das hier drüben wackelt noch lustig vor sich hin. Ich weiß nicht, was es tut. Hier haben wir noch einen stabilen Zustand. Hier haben wir noch so einen Wackelzustand. Ist doch schön, Mensch. Ja. Ich wette, es wird sterben. Ich meine, es läuft schon eine ganze Weile jetzt. Ich bin erstaunt. Und wie gesagt, nur die Zellen, die wirklich hier in der Mitte reinkommen, die erzeugen Mana. Das heißt, egal wie viele von den Dingern ihr baut und dann einfach nur einen Block in die Mitte setzt, es zählen nur die Blöcke in der Mitte. Also ihr könnt nicht hier irgendwie 300 Zellen haben. Und es hat sich ausgelöscht, hatte recht. Das funktioniert nicht. Komm, stoßen an. Also man kann sehr viel Spaß damit haben. Das Problem ist, wie gesagt, es kann sein, dass es einfach alles verschwindet, dass es sich alles gegenseitig auslöscht, wie wir da jetzt gesehen haben. Es ist einfach nach hier hinten gezogen, hat hier hinten rumgewerkelt und war tot. Aber das Ding in die Mitte hat es nicht getroffen. Ja. Ich meine, man kann stabile Zustände beispielsweise auch mit dem Glider ja anstoßen. Wenn man weiß, wie es dann halt reagiert und in welche Richtung sie es ausdehnen und ob sie es ausdehnen, was weiß ich nicht alles, aber es wäre natürlich gut, wenn man Dinge hätte, die hier praktisch sich zu den Seiten ausbreiten und danach in die Mitte zusammengehen und dann halt wirklich einen Block. Nein, so klappt davor. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall 100 erreicht, denke ich mal, oder? Ich denke mal, es sollten vielleicht 100 sein. Okay, wir haben hier einen stabilen Zustand. Das ist sehr interessant. Ein Kasten. Okay. Das Ding werkelt noch. Das Ding hat sich auch stabilisiert. Okay. Oh, der Kasten wird wieder angestoßen. Also es ist sehr spannend vor allem. Also man kann hier... weiß nicht. Es ist halt... Weiß nicht. Also wenn ihr irgendwelche Aufbauten habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ansonsten tüftle ich hier noch ein bisschen weiter vor mich hin. Wollte gerade mal gucken. Warte mal, gab es da noch... Genau, es gab noch andere Explosions... Oh, es hat sich komplett ausgelöscht. Na, herzlichen Glückwunsch. Oder hat es mal... Ne, es hat keiner mehr produziert. Nein. Es hat sich einfach nur ausgelöscht. Alles klar. Ja, das ist im Endeffekt das ganze Problem an der Sache. Gibt es noch irgendwas Schönes? Ich guck gerade mal. Ah, die Glider-Gun wäre vielleicht interessant. Oh. Kriege ich halt nicht hin. Sind. Ein, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 Blöcke. Breite bräuchten wir. In der Höhe würde es reichen, aber in der Breite nicht. Das ist das ganze Problem an der Sache. Ich will hier trotzdem mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt mal einen Glider hier auf zum Beispiel irgendeine Reihe schicke, die vielleicht offen ist. Schicken wir einen Glider los. Mal gucken. Okay, also es geht gar nicht in die Blöcke hinaus. Alles klar. Gut, dann kann man leider nicht zwei kombinieren, denn sobald ein Block von zweien einen Tick bekommt, dann stirbt er. Ja, okay, gut. Dann hat sich das erledigt, dann können wir leider keine Kleidergun bauen. Nein. Weil dann würden wir halt mit einer würden wir halt immer wieder Glider produzieren können. Und wenn wir die halt rausschießen könnten, das wäre schön. Aber, naja, wird daraus nichts. Naja. Ja, naja, gut. Also wie gesagt, das ist hier die Dandelion. Man kann sehr viel Spaß mit haben.
Es kann aber auch einfach nur nach hinten losgehen und man kann irgendwie am Ende gar nichts haben und was weiß ich nicht. Und es ist manchmal echt interessant, wie das so funktioniert. Moment, fällt mir gerade mal was ein. Ich will nochmal kurz was gucken. Okay, das, nee. Nee. Ich dachte jetzt, wir können das irgendwie für uns nutzen, was ich da jetzt hatte, aber nein. Das ist auch ein ähnlicher Zustand. Ich meine, wir können das mal aufbauen. Ich meine, ich habe genügend Zeug, um einfach nochmal ein bisschen was davon zu machen. Okay, Beetroots habe ich anscheinend nicht mehr. Egal. Sollte, glaube ich, reichen. Sag jetzt noch einen anderen ähnlichen Zustand, der halt viel Blöcke benötigt. Beziehungsweise er benötigt nicht viele Blöcke, aber er berührt halt relativ schnell die Mitte, was es ein wenig ungünstig macht. Sagen wir es mal so. Weiß gar nicht, wie breit ist denn das Ding? Eins, zwei, eins. Wenn wir es hier vielleicht von aufsetzen, das passt nicht. Nee, passt nicht. Schade. Oh, Manu. Aber wir könnten beispielsweise gibt es noch, also die Explosion ist lustiger anzugucken als jetzt das Ergebnis, finde ich. Aber ist erstmal egal. Wir könnten beispielsweise noch sowas machen. So. Dann bauen wir das Ding auf und zwar sieht das ein bisschen, ich weiß nicht, wie so ein Krake. Keine Ahnung, wie ich es anders beschreiben soll. Ich werde gleich sehen, was ich meine. Wieso klauen halt die immer wieder auf und zu gehen? Wieso scheren? Man kann es nicht richtig erkennen, glaube ich. Das ist auf der Seite hier ein bisschen schöner. Also was heißt klauen die auf und zu gehen? Halt so ein bisschen geblinker. Ja. Und das Ding könnte auch theoretisch dann nicht ewig laufen, das Ding läuft auch unendlich. Bis halt man dann irgendwann beschließt, hey, wir setzen dem Ding jetzt ein Ende. Setzt da jetzt einen Block rein und dann wird ein Ding sich ein bisschen verformen, vielleicht absterben, wird die anderen mit den Tod reißen und puff, die sind weg. Und es hat nicht viel Mana produziert. Ja, naja, gut. Müssen wir mal schauen, wie wir das vielleicht dann irgendwie schön machen. Es gibt sicher Aufbauten, die schon gemacht sind. Ich würde halt interessieren, mal sowas selber zu entwickeln. Wie gesagt, meine Idee war ja einfach, diese drei Dinger, die Ewigkeiten laufen lassen und dann einfach vier Blöcke setzen und gut ist. Ginge. Könnte man machen. Weiß gar nicht, würde das auch funktionieren, wenn ich mit zwei setze? Ich glaube nicht. Dann könnte sich's einfach wieder demolieren und selbst zerstören und das war's dann. Ist halt, also ich finde das System relativ interessant von diesem Spiel. Eben weil es so ein bisschen Evolution mit anspricht, was ja im Endeffekt der komplette Inhalt dieses Dings ist, ist die Evolution. Denn Zellen töten sich gegenseitig, sozusagen der Stärkere überlebt, die Schwachen sterben ab und produzieren nicht mehr genügend Nachkommen. Und du hast praktisch wirklich so eine Simulation. Deswegen, irgendwann stirbt manches komplett aus, weil es einfach nur nicht mehr Nachkommen produzieren kann. Und puff, ist weg. Auf der anderen Seite hast du Dinge, die perfekt sind und die immer die nicht größer werden, nicht kleiner werden, die immer exakt gleich bleiben. Solche Populationen und so weiter. Das ist sehr interessant. Naja. Dann würde ich aber sagen, wir lassen das für heute. Haben wir noch ein paar Dinge gezeigt gehabt. Glider und was weiß ich nicht alles und ja. Ist ja ein bisschen schade, dass hier wirklich dieses 3x3, ach ja, macht es ein bisschen schwieriger.
beziehungsweise allgemein der Fakt, dass man das Feld nur 25x25 hat. Es wäre so schön, wenn man es größer hätte. Ich würde eine Glider Factory bauen, die dann die ganze Zeit da immer wieder Glider nachschickt. Es muss ja nicht viel Mana sein, aber wenn sie so unendlich macht und dass wir nie wieder was nachsetzen müssen, dann ist mir das auch egal. Dann können wir im Endeffekt ja auch Glider bauen, die durchflattern. Und was weiß ich, wir bauen mehrere Glider Factories, die dann irgendwo kollidieren und dann sich aufteilen oder, ach, ist egal. Was weiß ich. Ja, geht leider nicht, von daher. Schade. Egal, dann würde ich trotzdem sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen habt, was wir mal ausprobieren könnten, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gucke ich noch ein bisschen rum, was ich vielleicht so finde, was ich mir denke und keine Ahnung. Ja, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ne? Tschüss.